Ja, hallöchen und herzlich willkommen zur 30. Folge von Andreas Schubert Transporter. Hier im Eurotruck Simulator 2 mit Tilted, dem Programm für den eigenen Auflieger. Und den Hard Economic Mod von Klaas. Oh, schneller rein hier, es schüttet ja wie aus Eimern. Ja, weiß gerade gar nicht. Sind wir wirklich in der 30. Folge? Guckt mir gerade so befremdend vor, weiß nicht. Guckt einfach in den Videotitel, da steht auf jeden Fall die richtige Folgennummer. Bin mir gerade absolut nicht sicher, ob es wirklich die 30. ist. Komisch. Ja, abgeladen haben wir, ne? Abgeladen haben wir die Topfpflanzen aus der letzten Folge. Haben jetzt 7:30, 12 Stunden Fahrzeit, schöner Tagesrhythmus erstmal. Werden wir nicht viel davon haben, denn wir haben nur nicht mal 400 Kilometer jetzt bis nach Portsmouth. Wir haben ja 2 Ladungen in Donastia geladen. Ich habe mich mal auf dem Frachtmarkt hier umgeguckt, dass vielleicht nur was in die Richtung geht, aber ist nicht. Geht nichts weiter. Geht zwar noch was nach Großbritannien, aber noch weiter hoch und so wollte ich nicht. So, mal die Liftachse hoch machen. Weil mit 6 Tonnen Motorkühlern hinten drauf hier. Denke ich. Brauchen wir nicht großartig hier noch mit Liftachse und so weiter zu arbeiten. So, ja. Oh, ging ganz reibungslos da drinnen, das Abladen jetzt. Konnte mich auch nicht viel mit unterhalten. Ja, alles. Oder es waren da drinnen alles ein bisschen englisch Muffel. Kleine Englischmuffel, ich muss da jetzt vorbeiziehen, das war mir zu doof. Kleine Englischmuffel, die haben jetzt nicht wirklich viel mit mir sich unterhalten können. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja alle unsere Arbeit gemacht, von daher alles prima. And now we drive to Great Britain. Kann ich mit dir was aufsetzen, wa? Das war das so ein Clio Sport hier. Wenn nicht sogar ein Clio V6. Der Sport, der Unterschied ist, der Sport ist, glaube ich, denke ich jetzt mal, der Sport ist der 2 Liter mit 170 PS. Und der V6 ist eben ja, ein 6-Zylinder Mittelmotor mit weit über 200 PS. Bei der Heckantrieb und allen Bibabu. Aber hatten wir einen grünen Pfeil? Hatten wir jetzt einen grünen Pfeil? Oh Gott, jetzt habe ich total. Total getrieft habe ich jetzt.
Was hat denn der da auf dem Hänger im Boot? Ja, kleines Boot dabei. Ja, wenn es hier so weiter regnet, würde es auch bald brauchen. Dann wird er es bald brauchen. Wollte gerade sagen, bemühst du dich jetzt auch mal, oder? So, Feuer frei hier. Ein bisschen komisch wird mir schon bei den Gedanken, nach Großbritannien zu fahren. Hätte ich es fast verpasst. Dann dreispurig. Wollte gerade sagen, wollte ich die Kollegen Platz machen, hat sich erledigt. Will ich wieder rüberfahren, ist der wieder Spur zu Ende. Du willst mir jetzt auch nicht erzählen, du fährst 84, oder? Neben mir. Also Elefantenrennen. Wer es nicht kennt, ja. Ja, die fahren hier in Frankreich offensichtlich Züge hier. Dürfen sie ja 90 fahren, davon abgesehen. Dass die KI das also fast durchzieht komplett. Respekt. Respekt. Finde ich aber gut. Also haben wir nun endlich mal Tages, fahren wir mal bei Tageslicht endlich mal wieder. Ja. Oh, hier so Mistwetter. Oh, das konnte ich jetzt nicht lesen. Ja, Cherbourg. Da fährt dann unsere Fähre rüber nach Portsmouth. Hoppala.
Boah, ein Stress hier, den Kreis sortieren. Warum ist es eigentlich so hell hier drin im Cockpit? Was soll denn das? Kann ich gar nicht richtig rausgucken. Es blendet ja alles hier richtig. Ich weiß auch nicht wieso. Von der Sonnenblende kommt das irgendwie. Wir waren in der kleinen 6. Und war vorbei. Riesel Sport-Clio hier. Ach ja, französische Landstraßen. Wie ist das hier? Ich weiß nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das so gewollt ist. Bestimmt irgendwie ein Fehler. Vorher so wüsste. Ich warte schon auf dich. Wenn du so in den Kreisverkehr fährst, bleibt mir ja keine andere Wahl. Was ist hier los? BMW kaputt. BMW kaputt. Ja, ein kleines Verkehrsmalheur hier, sehe ich das richtig? Staut sich doch. Oh, jetzt haben wir hier gleich ein Problem. Ich glaube, hier kommen wir nicht aus der Situation. Doch, doch, es rollt. Ich wollte gerade sagen, hier nicht, dass sie sich so gegenseitig blockieren, dass am Ende gar nichts mehr geht. Das wäre schwierig. Ich weiß nicht, warum der... Das ist scheiße, was die machen hier. Der lässt die alle raus. Das ist nicht in Ordnung. So, das könnt ihr nicht machen. Niemals im Kreisverkehr jemanden rauslassen. Das stört mehr, was es bringt. Außer man kann mal, es reicht, wenn man mal kurz vom Gas geht oder so. Kurz vom Gas geht man Lichttube und er fährt raus und fährt weiter. Okay, aber so ist hier ein gutes Bild. Ihr seht ja, was mal rauskommt. Und jetzt blockieren die sich alle gegenseitig. Das können wir eigentlich nur abwarten. Was passiert? Haben wir keinen Einfluss drauf? Können sie da nirgendwo durchquetschen oder ähnliches? Bringt nichts. Jetzt steht aber alles. Ja, das ist. Wenn der Transporter, weiß nicht, was warum der hier steht, der müsste quasi hier rausfahren. Die müssten alle hier rausfahren, ansonsten bringt nichts. Wenn die eine Runde durch den Kreisverkehr wollen, hier bringt es nichts, weil der Volvo da vorne alles blockiert. Ach so, es ist immer schade. Immer schade, wenn das von der KI da hier vom Simulator so kaputt gemacht wird. Wir müssen nach links. Steht ein Schild? Wir müssen mal aussteigen, Moment. Nee, hier steht nichts.
könnte mich auch porten, aber das will ich nicht. Geländeeinlage. Wir müssen weiter nach links. Das Problem ist, wenn wir jetzt schräg kommen. Wenn wir schräg kommen und der Auflieger Richtung Schild kippt, sind wir natürlich dann mit der Plane näher am Schild wie unten mit den Rädern. Folglich müssen wir mit den Rädern da ein bisschen Sicherheitsabstand einkalkulieren. Steigere Albert immer kurz. Ja, gut. Die ganze Zeit stehen sie alle, wenn ich mich hier durchgequetscht habe, kommt einer angeschossen hier und fährt mir eine Seite oder so, wisst ihr? So, haben sie ausgetrickst. Alle ausgetrickst. Ja, jetzt dauert es natürlich im Moment, bis wieder ordentlich KI-Verkehr generiert wird, weil der Simulator denkt ja jetzt, er hat genug Autos erschaffen in meiner Umgebung. Also die stehen aber alle hinten noch im Kreisverkehr. Ein Stückchen fahren, bis wieder was kommt. Ah, jetzt haben wir wieder KI-Verkehr. Dadurch, dass es ein M5 ist, mit 400 PS, weil sie gerade schon länger gebraucht, um an mir vorbeizufahren. Eine schöne Landstraße hier, was wir jetzt so bis jetzt gefahren sind. Wenn hier ein bisschen hier Äste im Verkehr hängen, natürlich nicht so schön. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange brauchen hier. Bis nach Portsmouth. Ich habe mir wirklich gedacht, das geht recht zügig hier. Kannst in der Folge noch was Neues anfangen. Aber so kann man sich schneiden. Schon schön als hier in dieser Burg hier, oder was das sein soll mit diesen alten Gemäuern. Oh, was war denn das, ey? War das der Zebrastreifen? Meine Herren. Hab ich gesehen, dass da solche Buckel mit drin sind. So, tanken müssen wir nicht. Wieder so eine ungünstige Verkehrssituation, sage ich mal. Aus der werden wir jetzt wahrscheinlich gar nicht so schnell rauskommen.
Sei denn, die fahren endlich mal dorthin. Lässt du mich raus, Kollege? Kollege aus dem Personenfernverkehr. Bedanke mich. Dreiachsiger Tandem der Menge, coole Sache. So wie auf der Nutzschleife hier. Verkehrsführung wie auf der Nutzschleife. Nee, schlimmer. Schlimmer, nur Schleiber hat nicht so viele Handel geworfen. Aber schön, schön gemacht. Ein bisschen Zwiespalt, ne? Hard Economic und so. Auf der einen Seite wollen wir Geld verdienen hier und vorankommen. Auf der anderen Seite ist es eben auch schön, wenn du vielleicht doch nicht so vorankommst. Bei den Zebrastreifen mache ich jetzt langsam. Merke, mein süßischer Zebrastreifen, langsam. Ja, auf der anderen Seite ist es immer schön, wenn die immer ein bisschen was ja, zum einen siehst, zum anderen dir fahrerisch vielleicht mal abverlangt wird. So, Jabur und so, gell? Alles nach links. Aber schön, wenn man eine richtige Baustelle ist, nicht nur so virtuelles Zebrastreifen-Zeugs hier. Zebrastreifen, sag ich schon. Ganz Stefanio. Ist nicht nur virtuelle. Einbahnstraßenschilder, sondern muss so eine richtige Baustelle hier. So, Gasse dicht, fertig. Was ist denn das Geiles? Ich guck schon die ganze Zeit hin und sehe das jetzt. Das ist mal ein Kutter, oder? Das ist mal ein Kutter. Oh, geil. Schöne Dreimaster. Ja, Carferries, ja. Ach, hier genau, da vorne waren wir vorhin. Eine kleine Umleitung fahren sozusagen. So, und damit befahren wir nun mit diesem Besuch der Fähre auch die britische Kolonie, hätte ich was gesagt. Die britische Insel.
vorne kann man sogar Pause machen. Das freut mich. Braucht man aber eben eher selten. Weil man ja auf der Fähre Pause macht. Ne? Wir können ja mal gucken, jetzt was wir da in Fahrzeit haben. Knapp 7 Stunden. Ja. Drüben in England werden wir da mehr haben. So, wo fahren wir hin? Portsmouth. Auf geht's. War nicht das Video, was gehangen hat, war direkt im Spiel. Da muss ich mir mal ein bisschen überlegen. Den Moment muss man ihm geben. So, okay. Ah, komm, wir fahren noch hin. Letzte Folge war ja ein bisschen kürzer, ne? Und die heute mal ein bisschen länger. Ja, es ist 18 Uhr, schon Stockrahmen dunkel. Fahrzeit haben wir jetzt 11 Stunden. Das wird immer dazu addiert. Sieht schon gefährlich aus, das Loch, ne? So, und jetzt fahren wir hier noch. Großbritannien. Oh. Da muss ich mich dran gewöhnen. Jetzt muss ich immer dran denken, dass du auf der richtigen Seite fährst. So. Oh mein Gott. Aber was wartest du? Wartest du auch? Da musst du dort warten. Oder weiterfahren, genau. Mach nur, ich bin der Deutscher. Kennen Sie ja nicht anders. Ja, 48 km/h Beschränkung, ja. Woher kommt diese krumme Zahl? Ja klar, freilich, die haben hier unten wahrscheinlich Meilen pro Stunde, ne? Da können wir von ausgehen, dass sie Meilen pro Stunde haben. Ja, und 30 Meilen pro Stunde sind eben umgerechnet 48 km/h. Ja, weit ist es nicht, wie gesagt, hat es ja schon erwähnt. Aber was ist mit den Linien hier? Stimmt hier irgendwas nicht oder soll das so sein? Das sieht irgendwie komisch aus. Sieht irgendwie komisch aus. Also links abbiegen geht gut in England, gell? Das muss ich mal so, kann man mal so festhalten. Mache ich gerne. In England biege ich gerne links ab. Ja, da ist Firma Strokes, da müssen wir irgendwie drin. Da ist doch jetzt schon die Einfahrt, oder? Das ist doch die Einfahrt. Das ist sie, das ist sie. Traumhaft. Traumhaft. Gib mir eine Rampe. Wieder nehmen wir. Die Mitte, nehmen wir die Mitte. Goldene Mitte nehmen wir. Jawohl. So machen wir das. So machen wir das. Oder hier hinten ins Eckchen. Ah ne, komm. Muss nicht sein. Das sind jetzt 4. Habe ich nicht eben gesagt, die Mitte? Ach nee. Ja, ist gut. Bei der 4. sehen wir einen Auflieger. Den Auflieger noch nicht, der davor steht. Der ist noch hinter unserem Auflieger versteckt.
Aber es hier eben fehlt bei den Rampen eindeutig sind Linien, dass man mal sieht, wo man überhaupt sich in welche Lücke rein manövrieren muss, dass man sich rechtzeitig da parallel dazu äußern kann, positionieren kann, äußern kann. Denn das Problem hier ist jetzt, ich könnte zwar jetzt hier mit der Ecke an die Rampe fahren, aber ich gehe wahrscheinlich ein bisschen schief. Oder trifft die Rampe nicht. Das ist das Problem. Ach, genau das meine ich ja. Du fährst die ganze Zeit zickzack, weil du nicht genau siehst, wo du überhaupt hin musst. Du musst jetzt links-rechts anpeilen und du musst aber einen richtigen Winkel haben zur Rampe hin. Jetzt sieht's gut aus. So, sind wir sogar versehentlich bis rangefahren. So, jetzt haben wir es aber geschafft. 32 Minuten, bisschen Überlänge. Nichtsdestotrotz, denke ich, oder hoffe ich, hat es euch gefallen. Kleiner, ja, England-Abstecher kann man sagen. Viel mehr ist es ja nicht. Und ja, ich werde dann hier reinmarschieren, abladen und in der nächsten Folge sehen und hören wir uns hoffentlich wieder mit frischer Ladung und allem, was dazugehört. Bis dahin, sage ich mal falsch und rechts und grüß die Leute. Macht's gut. Ciao.